Das Rennen um die US-Präsidentschaft zwischen Kamala Harris und Donald Trump wird enger als erwartet. Beim Parteitag der US-Demokraten wird zwar die Euphorie für Harris deutlicher, doch prominente Stimmen wie Ex-Präsident Barack Obama warnen vor übertriebenem Optimismus. Die Umfragen zeigen, dass das Duell zwischen der demokratischen Kandidatin und dem republikanischen Rivalen Trump knapp bleibt. Nach dem Rückzug von Präsident Joe Biden hat Harris in den landesweiten Umfragewerten aufgeholt und liegt aktuell knapp vor Trump. Dennoch wird die Wahl nicht durch die landesweiten Ergebnisse entschieden, sondern in den sogenannten Swing States oder Battleground States. Hier erinnern die Demokraten an das Schicksal von Hillary Clinton, die 2016 trotz landesweiten Stimmenvorsprung aufgrund von Niederlagen in Schlüsselstaaten verlor. Die aktuelle Dynamik zeigt, dass Harris in den Schlüsselstaaten deutlich besser abschneidet als Biden vor seinem Rückzug. In Staaten wie Michigan und Wisconsin hat sie Trump sogar überholt, während sie in Arizona und Pennsylvania nur noch knapp hinter ihm liegt. Dennoch bleibt das Rennen angesichts der Fehleinschätzungen der Umfragen in den letzten Jahren schwer vorhersehbar. Trump und sein Lager nutzen die Skepsis gegenüber Umfragen, um die aufkommende Euphorie um Harris, die als Kamala-Mania bezeichnet wird, zu dämpfen. Sie behaupten, die Medien würden falsche Umfragen gegen die Republikaner einsetzen. In den verbleibenden Wochen bis zur Wahl wird sich zeigen, ob Harris ihren knappen Vorsprung halten kann oder ob Trump erneut die Schlüsselstaaten für sich gewinnt.